wollte nur ein bisschen Gras und sowas sammeln. So. Da standest du mir gerade etwas. Was brauchen wir denn für ein richtiges? Hast du das schon hingestellt? Nee, ne? Nee, mach ich jetzt gleich. Ja, nicht, dass ich das auch noch hinstelle. Ich mach mal Feuer hier. Aber auf dem Feuer kann man ja nichts brutzeln, ne? Nee, nee, ich mach jetzt ein richtiges. Achso. Entschuldigung. Wir nehmen nicht für Äpfel. So, was fehlt uns noch? So, ich hab fertig. Okay. Wer nimmt den Hasen nicht mit? Warum? Naja. Na, fällt der Bomber auf mich auf? Was? Arsch! Na, vielen Dank auch. Das war nur die Rache, dass du mich da... Was er fast... Oh, hier, guck mal, fliegender Baumstamm. Hat da jemand mein Bein rausgeholt, das ich essen wollte? Muss Georg fragen, der frisst alles mit. Herr Georg? Ich war das nicht. Natürlich, du warst am Feuer, das habe ich deutlich gesehen. Arsch. Ich mach mir da was zu fressen rein und er... Unglaublich. Da kam gerade einer, der hat irgendwie das Feuer mit meinem Hasen kaputt geschlagen. Ach Quark. Erzähl doch nicht sowas, wer macht denn so einen Scheiß? Kann man das echt nur fertig bauen, wenn man da jedes Mal ein Fenster reinsetzt? Was nochmal? Die Wände. Kann ich nur zu Ende bauen, wenn ich ein Fenster reinsetze? Nee. Das glaube ich auch nicht. Das ist das Buggy. Normalerweise nicht. Ey, The Forest ist nicht buggy. Alles gefixt. Scheiße! Was denn? Ich hab einen. Scheiße! Ah. Wo denn? Ach, da hinten liegst du ja. Jetzt. Der ist ja gleich in der Nähe. Der kann mich gleich. Ja, ich seh schon. Ich seh schon. Mein Held ist jetzt aber auch nicht das Beste. Ich mach Respawn. Naja, tot machen müssen wir ihn eh. Nee, ich spawn ihm neu. So, der Typ ist tot. Ja, gleich wieder Zackstücken in den Arsch. Ja, natürlich. Ich bin schon dabei. Wir müssen da gleich wieder von den Fidschis anlassen. Da haben sie Schiss vor, ne? Ja. Du sollst ihn kaputt kloppen, Mann. Das ist ja meine Leiche da. Warte mal, ich baue mal Ifichi. Diese Arschgeigen. So. Wer kam eigentlich auf die Idee, Koffer hier pinkfarben zu machen, ey? Unfassbar. Da sind wieder welche. Wir müssen fertig werden mit der Scheiße. Nickel. Bleibst du mal stehen, du blödes Karnickel? Jawoll. So, heute gibt's Karnickel zum Essen. Komm her hier. Yes.
Warum kann ich das jetzt nicht aufnehmen? Willst du mich verarschen? Ich kann das Karnickel nicht aufnehmen. Doch, du hast es im Inventar. Sicher? Weil das liegt hier noch. Oh. Ja, gucken wir noch. Ah ja, alles klar, danke. Aha. Was denn? Du kannst die Wand ohne Fenster bauen. Ja. Das geht aber nur, wenn du die Balken einzeln trägst und dann von der Seite rangehst und nicht von gerade drauf zu. Ein bisschen komisch gemacht. Oh, Herr Dobbert hat wieder zu meckern. Hier kam mir gerade ein Stuhl entgegengeflogen. Das nennt sich Flugstuhl. So viele Bäume, wie wir hier wegpacken, ne? Naja, wenn ich die Zahl da sehe, die da noch offen ist, dann haben wir auch noch so einiges vor uns, ne? Ja. Aber guck mal, eine Seite haben wir schon fast fertig. Schönes Fenster. Hier waren doch gar noch Bäume, die ich gerade von dem Baum, den ich gerade umgehauen habe. Ich habe auch schon Pfeile mitgenommen, ne? Achso, okay. Ich brauche Ausdauer. Also ich muss gleich mal was fressen. Den ich Baum. Irgendwelche Waffen bauen? Ja, kannst du Bogen zum Beispiel. Der aber kannst dann auch nachher mit Alter, ist mein Typ. Hallo? Der nehme ich einfach. Ja. Also hier kann ich auch. Ne, das Wasser mag er nicht so wirklich. Das mag er nicht, ne? Ne. Habe ich vorhin auch schon ein Schlückchen von genommen, war gleich mal am Kotzen. Das vorne hier bei der Kiste. Hier ist auch der Speer, ne? Bitte? Hier war auch der Speer. Habe ich hier gerade gefunden. Ja, cool. Vorne an der Quelle beim Stein das Wasser kannst du trinken. Ne, der mag er nicht so wirklich. Trinken kannst du es, aber er quakt dann auch gleich. Nicht so quaken. Ich hab schon wieder so ein Vieh hier. Ich hab auch ganz viele Bäume. Hier bei mir. Und ganz viele Bäume rum. Links hoch. Was für ein Vieh meinst du? Ich quakte irgendwas. So. So, Hähnchen verputzt. Gehst du nur am Fressen, ne? Was denn? Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Ja, ja. Das Wasser ist nicht wirklich gut. Nee. Oh, ich höre einen. Oh, ne, das war kein Nickel. Oh, ich werde schon mal ran. Danke. Ich höre, jetzt habe ich aber einen gehört. Die schreien hier rum. Ja, höre ich auch. Ich höre keinen. Was? Ich höre noch keinen. Doch, doch, doch. Definitiv habe ich da hier paar weibliche Quäken gehört. Ja, irgendwie sowas. Es wird schon wieder hell. Yep. Ist auch besser so. Ich mag das nicht dunkel. Da habe ich noch mehr Schiss.
Ey, das ist auch verdammt hart, ey. Auf einmal kommen die dir da in die Fresse gespült, Bastarde. Der liegt ja auch partout mein Feuerzeug nicht ab, ne? Muss eine Kuh drücken. Na, danke. Jetzt hab ich einen Walkie-Talkie hinein. Ich auch. Doppelt. Warte mal, close. Drück nochmal Q, dann ist es weg. TeamSpeak ist so 2010 oder so. Also ich muss ja mal eins anmerken, ja? Wenn ich einen Flugzeugabsturz hätte und irgendein Eingeborener klaut meinen Sohn, wäre das Letzte, was ich mache, mich in den Wald stellen, einen Baum hacken, damit ich ein Haus bauen kann. Ich hat die Ruhe weg. Ja, der hat die Ruhe weg, genau. Da komme ich heute nicht, komme ich morgen. Genau. Bis dahin werden sie schon gut für ihn sorgen. Genau. Ja. Ist ja nichts dran an dem, die werden die schon nicht essen. Nö. Lalalalala. Irgendwo schreit ein Baby. Das Baby? Hab ich auch gehört. Weiß aber das hört sich an wie ein Fernseher oder so. Ja, vielleicht ist das meine Frau, die schreiendes Baby. Ich wollte gerade sagen, ist es deine Frau, die schreit? Dann mache ich mir Sorgen. Nee, meine Frau schreit nicht. Könnte ich mir bei dir aber vorstellen. Ich meine jetzt nicht, weil das sie... Ach naja, weiß ich nicht. Aus der Nummer komme ich nie raus. Du sprichst dich gerade... Ich wollte gerade sagen, du redest dir um Kopf und Kragen, ne? Gibt's eigentlich sowas wie ein Destillat oder so? Du musst, So Regenwasser auffangen, ne? Ja, genau. Was mich überrascht ist, dass es bis dato noch gar nicht geregnet hat. Nee. Ah, toll. Schildkrötenpanzer findet man so gut. Ja, am Strand. Hier waren doch schon wieder... Wo sind meine... Hat einer von euch sich hier die Äxte, die Stämme gesammelt? Ja, klar. Ich sammle alles ein, was hier rumliegt. Was ist denn ein SAP? SAP? Also, ne? SAP ist eine Softwarehersteller. Ja, witzig. Ja, was denn? Ich baue mal hier eine Falle hin. Für Kleintiere. Neben unserem Trockner. Vielleicht haben wir Glück und da kommt was. Wir haben einen Wäschetrockner? Nee, bau das vor die Tür. Na gut. Wieso, hier ist doch eine Tür offen. Ich finde das sowieso gut, dass wir uns zubunkern und die Türen offen lassen. Oder steht die nur für mich auf? Ja. Ich glaube nicht, dass sie da so einfach durch können. Nee, ich glaube, das ist nur so ein bisschen Bugs. Ne? Nochmal, hier gibt's keine Bugs. Ich würde sagen, das Spiel ist nicht buggy. Spiegelung. Oh, wir haben es gleich geschafft. Ich habe hier doch gerade eben noch... Wir hätten mal einen Steinmauer bauen sollen, so viele Steine, die ich hier finde. Bitte? Ich sag so viele Steine, die ich hier immer finde, hätten wir mal eine Steinmauer bauen können. Ich habe überhaupt gar keine Ausdauer mehr, muss ich irgendwie kämpfen oder so? Nee, du kannst auch was fressen. Ja. Oder wir müssen eine Bank bauen. Ja. Das können wir ja gleich machen. Ja. Eine schöne Bank, wenn du dich da drauf setzt. Ich habe auch keine Ausdauer mehr, wie ich gerade feststelle. Geil, wir sind gleich fertig mit der Mauer. Dann können die uns mal am Arsch schleppen, die Bastarde. Dann bauen wir hier Fallen hin. Scheiße. Alter, null Ausdauer, ne? Aber so rein gar nicht. Nimm erst was, das ist sofort wieder hoch oder bei mir. Ja. Das ist ja nicht der Ausdauerbalken, sondern dieser blaue daneben. Ja, ja. Der hellblaue. Ich weiß.
Dann werde ich erstmal einfach fressen gehen. Hatschuk, ne Männer müssen auch mal was essen. Lässt du gerade deine weibliche Seite raushängen? Nein. Achso, ich hatte schon Angst. Er lässt seine männliche Seite raushängen. Nein, doch. Dann machen wir die Tür zu, oder das Lücken draußen. Du musst du Wache halten. Ja. Wo macht man das denn mit den Waffen? Das habe ich gar nicht gefunden. B. Ja, nee, mit Survival Book. Ja. Aber da gibt's nichts gegen Waffen oder so. Kommt wahrscheinlich noch, ne? Warum kann ich mir eigentlich nichts von der Stange zu essen nehmen? Kann man das mal... Oh, das ist nicht trocken genug. Nee, die sind noch nicht trocken genug. Okay. Blöder Vogel. Da muss ich doch ein Bein reinlegen. Denkt denn, ne? Mit den Lizard, wenn ihr den Lizard gekillt habt, könnt ihr die Haut nehmen, ne? Ja, ich weiß. Wegen Rüstung und so, ne? Mhm. Ich hab Lizard-Skin. So. Eine Bank wollten wir bauen. Und das Haus. Wie viel brauchen wir denn noch? 48 Loks. Dir gesehen, wir können auch eine Hasenfalle in den Hasenkäfig basteln, damit die sich vermehren. Ja. Du kannst ja auch so Gärten und sowas bauen. Ja. Was ist denn ein Kasepo? Ein was? Kasepo. Keine Ahnung. Ausdauertechnisch ist aber echt mal kacke, obwohl ich gegessen habe, ne? Ja. Ugh, was war das? Irgendwie ist hier irgendwo einer. Hier! Hier sind zwei, scheiße! Komm, Michael! Ich bin schon unterwegs, ich komm zurück. So geradeaus sind so zwei Stück gewesen. Hauen ab. Arschgeigen. Da liegen ein paar Köpfe rum. Ja, sammel die auf. Ich hab hier vorne auch ein Fidschi so halbwegs aufgestellt. Also ich gehe jetzt mal kurz, ob ich irgendwo was Wassertechnisches finde. Wir brauchen ja was. Die sind hier schon wieder. So. Ah, jetzt die Quelle hier ist gut. Oh nein, schade. Die sind wieder an derselben Stelle, by the way, ne? Okay. Diese Vandalen. Kannst du nicht mal in Ruhe Holz sammeln gehen? Kommt wer mit? Ich hab keinen Bock mehr auf die da vorne. Ja, warte. Zwei Stück sind das. Hier können wir gleich Leichenteile anhängen. Was denn? Ich hab's Wasser gefunden. Also den Ozean. Okay. Okay. Ihr seht mich ja, wo ich bin. Hast du noch Leichenteile, Michi? Warte, ich muss mal gucken. Dann kannst du die da ranhängen. Sekunde. Hier liegen Wale rum. Die Haie. Guck mal, ob du da eine Schildkröte findest. Mach ich gerade. Und eine scheiß Möbel, die mich angreift. Trixi. Ein Koffer. Ah, haha. Hast du
das normalerweise anzünden. Warte mal, ich hab noch mal einen ran. Ja, brauchst nicht mehr. Da ist ein Boot im Wasser. Ja, da kannst du jede Menge Items holen. Aber Vorsicht, im Wasser sind auch Haie. Ich weiß, die liegen auch hier am Strand rum. Nützen mir die Haie was? Soll ich die auseinandernehmen? Nützen eher nicht. Ist die Mauer jetzt eigentlich fertig? Was ist fertig? Die Mauer aus... Ja, das Haus muss. Okay. Ja. Okay. Ich brauche mal eine Falle für die Arschsteige. Gibt's echt alles außer Schildkröten. Herr Georg treibt sich wieder ganz woanders rum, ne? Ja, im Wasser habe ich doch gesagt. Er hat ja wohl keinen Bock auf Haus bauen und so, ne? Fauler Sack. Ah, ich kümmere mich um die Wasserversorgung. Oh ja. Ich habe eine Falle gebaut, eine große, schöne für die. Ach du Scheiße. Eieieiei. Ich habe ja Besuch. Oh nee, ne? Doch. Der Bewirt. Ja, ich hab's gesehen. Da hilft die Holzmauer denn viel. Aber er verbrennt, oder sie? Machen sie selber ab, oder was? Ja, sieht auch. Das sind mehrere, also ich sehe noch mindestens zwei, ne? Ich hab ein Grab gefunden. Alter, du sollst uns helfen und nicht da hinten rumrennen! Lücken hat gesagt, ich soll nach Schildkröten gucken. Nein, er hat gesagt, das gibt's per Schildkröte, ja. Und als ich gesagt habe, ich bin im Wasser, hat er gesagt, ich soll nach Schildkröten gucken. Ja, das ist Drecksack, ey. Und das sind zwei Stück noch. Ja, ich weiß. Nee, die werfen Mollys. Ich werde mal eben schnell einen Snack nehmen, weil sonst ist das hier ganz schnell vorbei. Ich hoffe, dass die Dinger... Ah ja, sind sie. So. Schön, und wir stehen mit unserer Axt hier. Was ist hier einer drin irgendwie? Weiß nicht. Die hören sich so nah an. Oh, direkt vor mir steht einer. Ach, du hast ein Feuerschild gebaut oder was? Oh. Ja, komm, lauf hier rein. Arschloch. Kommst du nicht rein? Geschlossene Gesellschaft. So kann ich hochschreien da draußen. Scheiße, was bräuchte er noch? Stickies. Ach, warte. Nee, ich hab auch keine mehr. Arschloch!
Ja, so genau, so soll es sein. Kann gerne noch einer hierher kommen, wenn er möchte. Boah, der hat das Ding kaputt gemacht. Was? Ja, der hat das Feuer kaputt gemacht. Der Arsch. Der ist ja voll durchgelaufen. Also ganz ehrlich, die haben mir richtig viel gemacht, ne? Wollt ihr dir Molly an die Birne werfen? Ja. Ja, hallo zusammen. Das war jetzt die zweite Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie wir es haben. Wir haben prächtigen Spaß. Ich speziell jedes Mal, wenn ich die Sache noch schneide. Es gab sicherlich schon die ein oder andere Aussage, die ich bekam, wie, was macht ihr da eigentlich? Solche Aussagen werde ich ignorieren, auch wenn sie von meinem Chef kommen. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr irgendwas ändern wollt, wenn ihr irgendetwas geändert haben wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare und wir gucken, ob wir das umsetzen können. Ansonsten euch noch einen schönen Abend und viel Spaß dann noch. Tschüss!